Wildweststimmung im Grönegau. Vom 1. bis zum 3. August fand auf dem Hof Brinker in Bulsten ein großes Benefiz Country and Western Weekend zugunsten der Stiftung Kinderhospiz Löwenherz statt. Bereits zum zweiten Mal wurde der kleine Ort zwischen Rödinghausen und Buhr zum Treffpunkt für Authentiker, Tänzer und Bands aus der Country-Szene. An drei Tagen kamen über 2000 Besucher, um einmal in das Amerika des 18. Jahrhunderts einzutauchen. Mein Name ist Renate Brinker. Ich habe im Jahre 2004 die Bulstener Löwenherz-Initiative ins Leben gerufen. Wir haben seit dem Jahr 2004 19.644 Euro an das Kinderhospiz in Sieg überweisen können. Wir haben im letzten Jahr zum ersten Mal Country- und Westernmusik hier nach Bulsten geholt an einem einzigen Tag, haben aber dann festgestellt, dass die Arbeit so vielseitig war, dass sich das Ganze für einen Tag überhaupt nicht lohnt. Dann haben wir uns entschlossen, im nächsten Jahr machen wir das Ganze drei Tage. Und da der Wettergott uns sehr gut gesonnen ist, muss ich sagen, ist das also ein sehr großer Erfolg. Wir haben sehr viele Gäste, wir haben sehr viele Attraktionen. Alles wird von ca. 250 Helfern unterstützt. Alles ehrenamtlich, die Musik ehrenamtlich, die Tänze ehrenamtlich, die ganzen Authentiker, alle sind ehrenamtlich hier, einfach nur für den guten Zweck. Und dafür möchte ich auch noch einmal an dieser Stelle ganz herzlich Dank sagen. Auch an Dirk Bohr, der mich da mit seinem Team vom Country-Treffen Melle e.V. sehr unterstützt hat. Sonst hätte ich das hier auf unserem Grund und Boden überhaupt nicht in die Wege leiten können. Und dafür bin ich allen sehr, sehr dankbar. Das Showprogramm fand vor allem im Line-Dance-Zelt auf dem Hof und in der Scheune statt. Wie hier eine Modenschau mit authentischer Kleidung aus jener Zeit. Mit Spitzengürtel. 100% Tachtexta, oder so ähnliches, ne? Also ich muss tatsächlich sagen, wir machen hier so. Zahlreichen Tanzeinlagen, wie hier von den Couple Dancern. Die Texas Western Show konnte ebenfalls mit ihren Aufführungen begeistern. So gut, Sir. Was ist das denn? Full out. Ja. Mit 6 Karten. Beim Pokern. Ich unterstelle mal, Flick, du hast mich betrogen. So, die Gringo. Genau. Mach die Dinger runter. Eine. Aber eine langsam. Gelügt. Ja, eine gelügt. Die Unterhosen. Ja, doch. Keine Blöcke. In der Scheune wurde den ganzen Tag über Live-Musik geboten. Auftritte wie hier von der Band Crossroad begeisterten nicht nur die Anhänger der Country-Szene. Wer nicht nur zuschauen wollte, konnte sich den Line-Dancern vor der Bühne anschließen. Ja, ich bin Dirk Bohr vom Country-Treff e.V. Melle. Ich bin hier in Melle-Bulsten bei dem Hof Brinker. Und zwar bei lieben netten Leuten, die seit einigen Jahren für das Kinderhospiz Löwenherz Sammlungen veranstalten, Weihnachtsmärkte machen
und seit 2 Jahren jetzt auch in die Country-Szene reingerutscht sind. Sie sind über den Line Dance durch Wellingholzhausen, durch die Hedgehog-Liners da reingeraten und haben das Ganze also so toll gefunden, dass sie sagen, da machen wir weiter. Und dadurch ist auch die Idee für dieses Festival entstanden, dass wir also mit unserem Verein das Ganze auch unterstützen. Wir selber sind zwar auch Line-Dancer, machen aber überwiegend das authentische Hobby. Uns geht es um die deutsche Auswanderungsgeschichte, um das 18. Jahrhundert. Die vielen Deutschen, die damals nach Amerika gegangen sind, ihr großes Glück zu finden. Deswegen befinden wir uns auch hier in einer typischen Trapper-Lodge. Es gibt hier viel Live-Musik. Viele Musiker haben jetzt einfach ohne Geld zugesagt, kommen lediglich für die Unterkunft und Essen hier hin, um hier für die Kinder aus dem Kinderhospiz zu spielen. Sodass wir uns also wirklich freuen können, am Ende dieses Wochenendes nach getaner Arbeit wahrscheinlich eine größere Summe überweisen zu können. Es gibt heute einige Shows, Western-Show, es gibt Square-Dance, es gibt Kuppel-Dance, es gibt Line-Dance-Workshops, einfach für jedermann mal zu mitmachen. Wir haben ein indianisches Lager hier, wo die Kinder auch wirklich mal mit basteln können. Hier werden Dreamcatcher gebaut, hier wird Stockbrot gebacken. Also so, dass wirklich für alle was dabei ist, ob jetzt jung oder alt. Dem Besucher entging vor allem nicht die Liebe zum Detail. So gut wie alle Waffen und Gebrauchsgegenstände sind von ihren Vorbildern kaum zu unterscheiden. Einige dieser Gewehre sind sogar schussfähig. Zu Anfang der großen Auswanderung waren Häuser aus Holz eher eine Seltenheit. Die Auswanderer aus Europa lebten überwiegend in Lagern aus sogenannten Weißzelten. Authentische Kleidung, Schmuck oder Dekoration konnte man auf der Händlermeile käuflich erwerben. Ja, howdy, ich bin Klaus, Präsi der Treiker von Spirit of Nature. Wir sind eine Interessengemeinschaft, die auch an diesem Wochenende hier in Bulsen an der Veranstaltung für das Kinderhospiz Lüven jetzt teilnehmen. Wir sind durch die Presse darauf aufmerksam geworden. Wir fahren seit 13 Jahren für gute Zwecke, unter anderem auch für die Schattenkinder und Mahlzeit im Bünde. Und werden in diesem Jahr das Kinderhospiz Löwenherz in Süke unterstützen mit dieser Veranstaltung hier in Bulsen. Und wir sind hier heute mit 10 Trikes am Wochenende, haben unser eigenes Camp aufgebaut. Ist eine super Veranstaltung, wo wir auch der Familie Brinker Dankeschön für sagen wollen, dass wir hier sein dürfen. Wir haben dann im September eine Zusatzveranstaltung im Mellebarkum, was sehr bekannt ist und wird so ähnlich aufgezogen wie diese Veranstaltung. Es wird ein Tippidorf da sein, es wird eine Line-Dance-Gruppe da sein, es wird ein Tätowierstudio da sein und eine Feuershow, die tagsüber und auch nachts vorgeführt wird. Und wir fahren hier, weil wir uns das zur Grundregel gemacht haben, Bedürftigen zu helfen. Seit 13 Jahren sind wir für die Bedürftigen unterwegs und versuchen so unseren Teil zu dieser Veranstaltung dazu zu tun. Aber jetzt ist schon viel weitergegangen. Ne? So, ich heiße Dieter Meier, mache als Hobby seit 36 Jahren das Indianer-Hobby, Indianistik, der Oberbegriff. Wir sind hier auf dem Hof Brinker eingeladen worden, um mitzuhelfen für das Kinderhospiz Löwenherz, eine Veranstaltung, das Rahmenprogramm zu bieten. Wir Hobbyisten, wir nutzen solche Gelegenheiten gern, zum einen helfen für Kinder, behinderte Kinder oder auch ganz gesunde, normale Kinder, um unser Hobby darzustellen. Wir machen ja nichts Verbotenes, wir machen für uns viel Freiheit, Natur, Tippis, manchmal auch nur mit Planen sind wir unterwegs. Aber hier auf dem Hof haben wir halt, um normalen Leuten zu zeigen, wie wir leben oder wie Indianer gelebt haben. Wir versuchen nämlich das Hobby oder das Indianer-Hobby so nachzuvollziehen, wie die Indianer früher gelebt haben. 100% können wir nicht erreichen, aber wir versuchen so nahe wie möglich an 100% zu kommen. Da gehört Trommeln dazu, unsere kleinen Pow-Wows, Tanzfeste, Lieder singen. Den Leuten erklären, wie ein Tipi aufgebaut, wie ein Tipi eingerichtet ist, dass man auch tatsächlich darin leben kann, nicht nur zum Anschauen, man kann wirklich wie eine normale Wohnung, es ist eingerichtet im Küchenteil, Schlafzimmer, Kinderzimmer, Kochecke, es ist alles vorhanden. Dann vor allen Dingen das offene Feuer im Tipi, dass wir also da drin kochen, heizen, Wintercamps machen,
bei minus 20 Grad Außentemperatur haben wir auch 18, 20 Grad im Tipi selber. Nochmal zurückzukommen auf diese Veranstaltung. Wir machen ja nicht nur diese hier, wir gehen zum Beispiel nach Bremen, unterstützen dort Veranstalter, die für Kinderhospize oder für behinderte Kinder was machen. Und wir stellen immer wieder fest, dass also die Leute überrascht und wirklich nur positive Kommentare abgeben zu unserem Hobby, zu unseren Dingen, die wir tun. Große Blamage. Neben den Cowboys und Indianern haben auch die Soldaten der Nord- und Südstaaten ihr Lager aufgeschlagen. Schulter ab! Wie gehabt, weiß Tote mit ein. Das will. Vor den Augen des Publikums demonstrierten sie aus sicherer Entfernung die Feuerkraft ihrer Artillerie. Ready! Fire! Schirmherr der Veranstaltung war Bürgermeister Dr. Berghegger. Ich freue mich heute ganz besonders, den Schirmherren dieses Weekends bei uns zu haben. Unser Bürgermeister der Stadt Melle, Herrn Dr. André Berghegger. Ich finde es toll, dass ich heute hier sein darf, Frau Brinker. Als Sie mit Herrn Zuckbaum vor einiger Zeit bei mir waren und gefragt haben, ob ich die Schirmherrschaft übernehme für diese Veranstaltung, ich habe, glaube ich, nicht lange überlegt. Vor allen Dingen hat mich das beeindruckt, dass ich gehört oder gelesen habe, dass Sie gesagt haben, wir haben gesunde Enkelkinder, das war, glaube ich, damals die Motivation. Und davon wollen Sie was zurückgeben. Und das ist, glaube ich, Hut ab, anerkennenswert. Eine solche Motivation kann ich nur unterstreichen. Und als Schirmherr, wie ich kann, versuche ich das natürlich zu unterstützen. Wir begrüßen den President of America, Abraham Lincoln. Höhepunkt war eine politische Begegnung mit niemand Geringerem als dem amerikanischen Präsidenten Abraham Lincoln. Dieser überreichte dem Bürgermeister auch gleich eine Zigarre. Ein kleiner Vorgeschmack auf dessen bevorstehende Reise nach New Melle. Als Dankeschön erhielten Renate und Gerhard Brinker von den Mitgliedern des Country-Treffs ein Schild für den neuen Lionheart Dancer Saloon. Daraufhin lobten die beiden noch einmal die gute Zusammenarbeit. Tina Oelker vom Kinderhospiz Löwenherz bedankte sich ebenfalls für den Einsatz aller Beteiligten. Aber nichtsdestotrotz, das haut einen um. Wirklich Wahnsinn. Ready! Aim high! Fire! Low! Aim high! Fire! Fire! Gut. Und nun bitte ich die...